Federation Alpakentamri. Man respektiere seine eigene Gesundheit, an den man oft in der Natur geht, um seinen Körper von negativen Energien zu reinigen. Nicht jeder weiß, dass die Krankheiten entstehen von negativen Energien oder unterdrückten, nicht gehaltenen Emotionen. Einige sind von karmischer Natur und einige sind von der geheimen Weltregierung künstlich erzeugt. Mit der hohen Frequenz der kosmischen Liebe könnt ihr alle negativen Energien transformieren, und mit Liebesenergie könnt ihr auch Weisheit erlangen, denn nur mit Weisheit kann man negative Karma weglöschen. Man wird zu einem bewussten Erschaffer seines eigenen Lebens, weil man wird im Einklang kommen mit seinem eigenen spirituellen Gesetz, und so wird die Weisheit aus den Verstehenden herauskommen, um dich zu meistern. Ja, um dich zu meistern von Erfahrungen aus allen vergangenen Leben, die man hatte. Das echte, reine universelle Liebe erhöht eure spirituelles Bewusstsein, weil ihr euch bestimmte Lektionen ausgesucht habt, die ihr erfahren und meistern wolltet, um spirituell zu wachsen, damit ihr eigenen Seele die Fähigkeit bekommt, sich selbst zu entwickeln. Die wohlwollenden Astralwesen von anderen Planeten werden euch nicht in eurer Entwicklung stören, die würden euch niemals die Gelegenheit zur Entwicklung wegnehmen. Dieses Wesen zeige euch den Weg, wie ihr es selber machen könnt. Die haben nur dann das Recht, sich einzumischen von hunderten wohlwollenden Planeten, weil die eine starke Verbindung zur Erde haben. Und weil dieses Wesen auf einen anderes ähnliche Planeten schon gemacht haben, das was hier gemacht werden mit den neuesten Entwicklung eurer Technologie, sind dieses Wesen dazu gekommen, uns alle helfen zu können mit einem Alpha-Thermonuklear-Strahl-Eigenschaft, auf den Fall, dass das Böse auf diese Planet versucht, die ganzen Welt zu regieren. Dann wird durch die Sonnenstrahlung eine brennenden Welle durch Satelliten filtriert und manipuliert, dass nur die Böse auf diese Planet werden weggelöscht. Menschen, die von der Hölle des Teufels kreis, die versuchen, in den ganzen Planet Erde sich zu verbreiten, werden alle sterben durch Selbstentzündung. Alle Menschen werden in den Tag X unter den Himmel schlafen. Und alle, der sich unter einem Dach befindet, werden durch die Selbstentzündung vor und daneben eines bösen Menschen leider auch getroffen. Wir werden uns alle merken können, wenn es so weit kommt. Deshalb warne ich ihr alle, sauber zu bleiben mit dem Seelegeist und Körper. Auf diese Weise können diese Wesen mit euch alle direkt Kontakt aufnehmen, um euch zu warnen, wenn es so weit kommt. Die habe keinen Absicht, gute Menschen zu töten. Es ist nur herausgekommen, dass unsere schlimmste Feind auch der Feind dieses Wesen ist, und falls dieses Feind schafft, die Ganzen zu regieren, werden dabei auch diese Wesen zerstört und als Sklaven genutzt auf den Dienst des Bösen. Wie gesagt, auf diese Weise können diese Wesen mit euch alle einen Direktkontakt aufnehmen und als Schutzmagnetfeld für eure kosmische Energie wirken. Die sind Lichtarbeiter mit vielen Talenten, so wie ich. Deshalb habe ich Kontakt mit solcher Wesen, genauso gut wie den alten Nostradamus oder Michelangelo, und der berühmte Gandhi, der internationale Bekanntheit erlangte, der Name durch Mohandas Karamchand. Die wollen nicht verraten, wie das unreines Lebenswesen um seinen Tod davon entkommen kann. Wir haben nur gesagt, wer versucht, davon zu entkommen, wird auf eine schlimmere Art sterben, die man sich selber nicht vorstellen kann. Ist doch auch selber schuld, dass dieses böse Wesen zu viele Leid zu seinen Mächte gebracht hat durch Lüge und bösartige Manipulation. Stillweg die positive Energie, damit er sich von der negativen Energie sich ernähren kann. Weil nur negative Menschen können ihm zu Nutzung kommen. Positive Energie sind für ihn eine grausam hetzende, unheilbare Krankheit. Diese guten Astralwesen lieben Kunst und alles, was harmonisch ist. Deshalb haben die mich zum eure Botschaft gemacht. Die haben mich durch Telemetrie gefunden. Mehr kann ich nicht verraten, denn bald ist es soweit und werden ihr alle schon selber merken, was auf diese Planet Erde los ist. Die haben nicht mit unseren Erdorganisationen oder Sekten zu tun. Einigen von dieses Wesen kommen von einen sehr hohen Dimensionen. Es gibt wenige Menschen, der in diesen Dimensionen den Zugang gestattet ist.
und das nur im Schlafzustand durch einen alparen Zustand.